So, mir ist langweilig, deswegen habe ich jetzt mal entschieden, ich mache mal irgendwas Behindertes. Weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, großartig. Einfach mal irgendein sinnloses Game. Ich habe jetzt hier wieder gefunden, Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Yu-Gi the Destiny auf meinem PC. Und Fraps kann das sogar aufnehmen, das ganz neue. Ganz überraschend, ich muss ja später mal was testen. Hey! Keine Demo. Ich muss ja später mal was testen, ich muss jetzt mal hier ein bisschen den Sound bei mir runterdrehen. Ja, später mal ein bisschen was testen. Von wegen, wie das so alles, ob das vielleicht auch mit dem Desmo funktioniert, mal gucken. Ja, wir gucken uns mal das Deck erstmal ein bisschen an. Das ist standardmäßig dieses Standardding, was man ganz am Anfang auch immer hat. Schwarzer Magier, herbeigerufener Totenkopf und sowas. Ansatsu. Sinnlose Karte, aber gut. Was haben wir denn hier neu? One-Eyed Dragon, Shield Dragon, nein. Den Trap Master, ja gut. Das ist alles scheiße. Und was haben wir hier? Oh, rote Medizin. Können wir da dazu nehmen? So, passt. So. Ich weiß zwar ganz genau, dass ich gegen Yugi voll abkacken werde. Aber wir wagen uns jetzt mal ins Duell. Wir machen ein Einzelduell. Ja, ich will nur ein kleines Duell machen. I wonder how strong your deck is. Actually, it doesn't matter. Because I'll use all my skills to defeat you. No matter how many powerful cards you have in your deck. Oh, das war meine Kampfansage hier, du. Arschgesicht, so. Stein. Nein! Ich nehme immer Stein und gewinne eigentlich. Aber er lässt mich anfangen. Das finde ich doch mal knapp. Nein, er fängt an, okay. Ich habe das gerade mal ein bisschen falsch interpretiert. Na, okay, wir haben eine einigermaßen gute Hand. Oh, oh. Oh, Pot of Greed. Oh, ich darf zwei Karten ziehen. Und beend meinen Zug. Ich weiß, dass er hier entweder mystische Elf oder den Riesensteinsoldaten liegen hat. So. Jetzt setzen wir erstmal das Ding hier und die lassen wir auf der Hand. 1, 4, 5 und 1, 4. 1, 2. Wie viel Defense haben die denn? 300? 1500? Ja. Setzen wir den Biberkrieger und beenden unseren Zug. Mal gucken. Okay, mal gucken. Komm. Aha. Oh, Final Flame. Ja, sehr gut. Oh, ein zweites. Oh, 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 oh. Hä? Vollidiot. Nein, ich heb mir Fallgrube noch auf. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd. Das Fiat. Hahaha. Weniger Angriff als meine Verteidigung. Pisser. So. No, I'll set a card. So ganz gechillt, okay. No, ich setze mal eine Karte jetzt hier. So, was kriegen wir? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, ist jetzt riskant. Ich weiß genau, dass er hier Fallgrube liegen hat, aber... Wir haben ja Monster Reborn. Ist ja kein Problem. Yes, a Tribute Summon. Okay. Perfekt. Du elender Vollidiot, opfer deine beiden Scheißmonster. Okay, okay. Of course I'm going to activate a spell card. Und wir holen uns den Summoned Skull wieder zurück. In Attack Position natürlich. Natürlich, dankeschön. Und dann würde ich mal sagen, ab in die Battle Phase und Angriff. Ja, das tut weh, Yugi, ja? Das tut weh. Ah, geil. Das hat er 5-3, okay. Um ihn ein bisschen zu ärgern, setzen wir noch eine Verdeckte und beenden unseren Zug. Aber ich weiß genau, der wird jetzt wieder irgendwas machen, was mir voll auf den Sack gehen wird. Achtung. Ah, Dian Keto. Okay. Ah, solange er nichts anderes außer dem Scheiß hier macht, ist mir das ganz recht. So, was haben wir hier? Die hat 1... Oh, 1-6. Perfekt. Nein. Jetzt ist aber die Frage, hat er seinen Menschenfresserkäfer darunter oder nicht? Ich riskiere es jetzt einfach. Nein. Ich wusste es, Hanne, Hanne. Oh, Alter. Es war doch so klar. Na und ich kann trotzdem noch angreifen. Ha! Take this. So, es ist auf 4-7. Okay. Ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt habe ich ein Problem, wenn er irgendwas legt mit einem Angriff, was höher... mit einem Angriff, der höher ist als der von meiner Man-Eating Treasure Chest. Oh, yummy. War klar. Aber dafür kriege ich jetzt auch einen Boost davon. Ha, 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 ha. Auf 1800. I end my turn. So, was kriegen wir jetzt auf die Hand? Lesser Dragon. Bringt mir nicht viel.
Komm, wir holen uns erstmal den hier. Der kriegt ja auch den Boost auf 1650. Battlephase. So, jetzt weiß ich ganz genau, dass hier was liegt, was mir auf den Sack gehen wird. Ach, doch nicht. Sehr schön. Hätte Yami nicht gespielt, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Probleme. Aber er hat mir damit ein bisschen sogar geholfen, der Vollidiot. Finde ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Oh, man hört schon die Siegesmusik. Geil. So, jetzt setzt er irgendwas aufs Feld, weil er nichts anderes tun kann. I end my turn. So, okay, das gewinnt. Oh! Eine meiner absoluten Lieblingskarten, der keltische Wächter. Moment. Wir holen uns jetzt erstmal den Summoned Skull aufs Field. So. 2-7. Hahaha. So, Battlephase. Und pam. Nein, ich will keine Fangkarte aktivieren. Och, ein Petted Dragon. Oh, wie süß. Angriff. So, Summoned Skull macht ihn jetzt fertig. Der Pisser. Hat der Kuribo auf der Hand. Ja gut, es bringt ihm auch nichts. Jetzt hat er keine Chance mehr. Er setzt wieder was verdeckt, was absolut nichts bringen wird. Ja, dann beend mal deinen Zug. So, lass mich mal machen hier, du. Schon wieder? Hab ich schon hier liegen. Gut, dann holen wir uns jetzt noch Witty Phantom. Ich finde die Karte geil. Der Typ ist einfach chill. Ich guck euch den Hut an. Geil. So, um ganz sicher zu gehen. Erstmal den hier. Ja, okay, hätten wir auch anders schaffen können, okay. So. Bam! In your face. Und jetzt. Yugi. Oder eher gesagt, Yami in diesem Fall. König der Spiele. Stirb! Oder eher gesagt, macht Chandelier. Lange. Ich hab gewonnen. Hooray! Ich hab gewonnen. Geil. Ich hab schon lange nicht mehr gewonnen. Oh, Replay speichern. Natürlich. Oh, ich habe ja noch ganz viele andere. Chillig. Moment. Oh. So. Dankeschön. Eine Karte gewonnen. Was kriegen wir? Hinotama-Seele. Oh mein Gott. Ich wollte schon immer mal die Hinotama-Seele ziehen. Geil. I'm proud of you. Your skills have greatly improved. I can see that you'll make an excellent duelist. Dankeschön. 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 So, das war's jetzt auch von mir hier. Ja, war einfach nur ein sinnloses Video. Müsst ihr nicht kommentieren, auch nicht liken, was weiß ich. Ist mir scheißegal. Bei mir geht sowieso den Berg gerade runter irgendwie, keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ja, hat's euch gefallen. Haut rein, Leute, ciao.